Berliner Traditionsderby im Mommsenstadion. Tennis Borussia empfängt die zweite von Hertha BSC. Die kam mit einer Serie von 4 Siegen in Folge. TB ist zu diesem Zeitpunkt seit 9 Ligaspielen ungeschlagen. Die Anfangsviertelstunde hatte es in sich. TB in Weiß hier mit Junge Abiol. Der scheitert an Oliver Christensen. Der Ersatzkeeper von den Profis sollte Spielpraxis sammeln und die bekam er. Nach 9 Minuten beim Freistoß von Rico Gladro konnte er sich zum zweiten Mal auszeichnen. Männer anlaufen, Schärfe. Dieser Weckruf von Trainer Ante Čović hatte gesessen. Hertha mit aggressivem Vorchecking und plötzlich ist Julian Albrecht frei vor Fikisi. Diese Chance ist aus der Kategorie musst du machen. Nur 2 Minuten später, TB wieder im Vorwärtsgang mit Tahsin Çakmak auf Wilsiakam. Und Christensen muss zum dritten Mal eingreifen, hat noch rechtzeitig die Hand vor Junge Abiol am Ball. 11 Minuten gespielt, Spielpraxis für eine ganze Halbzeit. Der anschließende Eckball wird verlängert und Siakam mit dem Kopf. Chance Nummer 4 für die Lila-Weißen. Die Latte rettet für den diesmal geschlagenen Oliver Christensen. Die 13. Spielminute, das ist Enza Aksakal. Der läuft Gladro davon, vorbei an Tim Oschmann. Stahl ist letzter Mann und Maximilian Stahl blockt den Schuss von Aksakal. Der macht ein tolles Solo, aber am Ende ist er etwas zu eigenwillig. Die Abspielmöglichkeit war da. Nur eine Minute später, Albrecht auf Timur Geiret und der versucht es mit einem Schlenzer. Jens Fikisi taucht rechtzeitig ab. Wieder nur eine Minute später, Freistoß Gladro, da muss Oliver Christensen nochmal nachfassen. Der Ball kam vom eigenen Mitspieler, der Ball prallt von Scherhans Schulter Richtung eigenes Tor. Die Elf von Trainer Markus Ziesche konnte die Intensität der Anfangsviertelstunde aber nicht aufrechterhalten. Wir springen in die 33. Minute. Derry Scherhand mit der nächsten guten Möglichkeit wird noch entscheidend von Bill Bia gestört. Die 37. Minute, Freistoßvariante von Jonas Michel-Brink. Und da ist Scherhand frei vor Fikisi. Dann Oschmann dazwischen. Fikisi fährt rechtzeitig das Bein aus und Oschmanns Grätsche verhindert Schlimmeres. 0:0 zur Pause. Markus Ziesche hat unmittelbar Klärungsbedarf mit seiner Mannschaft. Er wird TB ja zum Sommer verlassen, zusammen mit seinem Co-Trainer Ronny Ermel. Sie wollen eine andere Perspektive, um den nächsten Schritt gehen zu können. Bis dahin gilt das Ziel, mehr Punkte holen als in der Hinrunde. Aber es spielt erstmal nur die Hertha. Derry Scherhand mit der nächsten Chance Nummer 3 nach feinem Chipball von Jonas Michel-Brink, der auch den nachfolgenden Eckball hineinbringen wird. Scherhand mit dem Kopf und dann ist der Ball im Netz. Cristalino Atemona hat abgestaubt und bringt seine Mannschaft in Führung. 1:0 in der 52. Minute. Und es ist gleichzeitig sein allererster Regionalliga-Treffer überhaupt. Cristalino Atemona. 57. Minute. Tennis Borussia mit dem Ballverlust. Und Timur Geiret hat das Auge für Derry Scherhand. Der ist rechtzeitig gestartet. Stahl kommt nicht hinterher. Und Derry Scherhand trifft im vierten Anlauf und erhöht auf 2:0. Intern zieht er mit Vorbereiter Geiret gleich. Beide kommen jetzt auf 10 Treffer. Geiret mit mittlerweile 9 Assists, der Top-Vorlagengeber der Hertha Bubis. Nach einer guten Stunde der erste Wechsel bei Hertha. Ante Čović bringt seinen Sohn Maurice in die Partie. Er kommt für Jonas Michel-Brink. 3 Minuten später dann Geiret auf Maurice Čović. Der wird geblockt. Und im Nachschuss ist er dann erfolgreich. 3:0 für die Gäste nach 65 Minuten. Monche und Gladro können den Schuss nicht mehr verhindern. Und Torhüter Jens Fikisi ist aus dieser kurzen Distanz machtlos.
Fünfter Treffer für Moris Čović. Die Tore fielen jetzt gefühlt im Minutentakt. Seine Elf fand gegen die Dominanz des Gegners kein probates Mittel. Die 68. Minute stahl mit diesem Bock genau in die Füße vom eingewechselten Abu Alfa. Und der ist stark im 1:1. Aber der Winkel zu spitz für den Linksaußen. Und wir sehen, der Platz macht Maximilian Stahl einen Strich durch die Rechnung. Er verhinderte auch schon zuvor das ein oder andere Mal einen präzisen Pass oder gar Torschuss. Die 78. Minute, Schiedsrichter Pascal Wien gibt Elfmeter. Tim Oschmann stellt hier Wertmüller das Bein, eine klare Angelegenheit. Jetzt kam es knüppeldick für die Gastgeber. Der Elfmeter, eine Sache für Timur Geirat. Zweimal hat er jeweils verwandeln können. Fikisi zeigt an, mach ihn rechts von mir. Timur Geirat ignoriert das Psychospielchen und lässt Fikisi ins Leere laufen. Geirat zieht mit seinem 11. Saisontreffer der Richerhand wieder um ein Tor davon. Tennis Borussia hat im zweiten Durchgang keine Chance mehr. Hertha gewinnt die Partie mit 4:0 und Ante Čović findet das Ergebnis zu hoch. Was klar ist, wenn du so eine Mannschaft hast, über Jahr entwickelst, dass du nicht zweimal in Folge solch eine Halbzeit spielst, sondern dass die Jungs ganz andere Gesicht zeigen, umso erfreulicher bin ich in die zweite Halbzeit und aufgrund der zweiten Halbzeit hochverdienter Sieg, der vielleicht aus meiner Sicht vielleicht für 1-2 Tore zu hoch ausfällt. Ich sag mal so, wenn wir dann mit einem Doppelschlag in Führung gehen, dann will ich dann auch mal die andere Mannschaft sehen. Aber das war heute, glaube ich, auch so ein bisschen der Knackpunkt, dass wir innerhalb von 5 Minuten 2 Tore bekommen haben. Das macht ja was mit dir als Spieler und auch die Psychologie wird ja dann auch angegriffen. Von daher ist es auf jeden Fall viel zu hoch. Das Ergebnis ist einfach so. Die zweite Halbzeit war Hertha aber besser. Aber auch bedingt durch diesen Doppelschlag. Persönliche Bilanz des heutigen Spiels? Ja, 1 Tor, 1 Assist. Ist nicht zu schlecht, denke ich. Und ja, ich hoffe, dass ich nächstes Spiel am Sonntag, dass ich da noch ein Tor machen kann. Und ja, bin natürlich sehr glücklich über mein Tor heute. Am nächsten Sonntag ist dann Union Fürstenwalde zu Gast im Amateurstadion. Mit dem 5. Sieg in Folge schiebt sich Hertha erstmal an TB vorbei auf Platz 8.